Ja, die Sprinkleranlage war an und das war bitter nötig, denn eine intensive Partie stand den Zuschauern und den Mannschaften bevor. Die Domstadt-Elf letzte Woche ein 4:1 noch aufgeholt gegen Wunstorf im Pokal, leider dann ausgeschieden nach Elfmeterschießen. Und Opposen, die gewannen 6:1 gegen den VfL Oldenburg, also hier anscheinend klarer Favorit. Die erste Chance allerdings gehörte den Hildesheimern. Das ist ein Freischuss von Dominik Hartmann, aber kein Problem für Oliver Blum. Da war der Schuss doch eher leicht zu fangen. Hier sehen wir es nochmal, Dominik Hartmann und Oliver Blum, der US-Amerikaner im Tor von TB Opposen. Dann nochmal Benedikt Plaschke und das ist Philipp Rucker. Der Lupfer geht übers Tor, das ist die dickste Chance in der ersten Halbzeit. Klasse gemacht, aber auch die Übersicht von Benny Plaschke. Dann Opposen, das erste Mal in der Hälfte sozusagen. Und das allerdings auch nur ein Schüsschen. Der ging noch nicht mal aufs Tor von Julian Wenzel. Dann im Mittelfeld dieses Foul, böses gestrecktes Bein gegen Benny Plaschke. Da war eigentlich nicht zu erwarten, dass der Spieler hier an den Ball kommt. Und dann sehen wir es hier nochmal durchgestreckt, das Bein. Plaschke konnte aber nach einer kurzen Verletzungspause weitermachen. Diesmal allerdings Opposen über die Seite. Wenzel ist geschlagen in der Mitte. Sie haben es gehört, bei dieser Rettungstat von Christoph Lange knallt er mit dem Schienbein gegen den Pfosten. Aber auch er konnte nach einer kurzen Pause wieder mitmachen. Da ist er schon im Spiel. Und jetzt sehen wir hier den nächsten Angriff. Benny Plaschke, klasse durchgesetzt auf der rechten Seite auf Philipp Rucker. Der macht einen Haken, noch einen Haken. Und der Schuss aber knapp drüber. Doch hier nochmal zu sehen, unglaublich der Einsatzwille. Benny Plaschke und jetzt Opposen wieder. Aber das geht zack auf zack hier doch. Hier Elias Papadopoulos macht das ganz stark, sowie die komplette Abwehrreihe heute. Keine Chance für Opposen, da überhaupt durchzukommen. Wieder die Opposen. Schussbahn, aber Björn Zimmermann ist dazwischen und kann den Spieler nur mit einem Foul daran hindern, auf das Tor zu schießen. Hier sehen wir es nochmal. Er war bereit, aber Zimbo geht mit den Beinen dazwischen. Glück gehabt, keine Karte. Aber Freistoß und die sind gefährlich. Freistoß, aber weit übers Tor. Keine Gefahr für Julian Wenzel. Jetzt nochmal ein Freistoß aus dem Halbfeld. Klasse durchgesetzt. Jetzt aber schauen Sie sich das an. Sie ließen die Opposener überhaupt nicht ins Spiel kommen. Die konnten überhaupt nicht absenken. Und hier, das wäre eine klasse Chance gewesen. Fami wäre alleine aufs Tor gewesen. Der Ball kommt vom Gegner. Aber der Schiedsrichter pfeift Freistoß, weil abseits. Dann die zweite Hälfte. Einwurf Opposen. Und dann, ja, mal ein Schüsschen. Julian Wenzel musste sich dreckig machen, musste auf den Boden. Aber mehr kam bislang noch nicht rüber von den hochgelobten Opposenern. Dann Ecke VfV. Dominik Hartmann abgewehrt nach hinten und da ist Philipp Rucker. Philipp Rucker 17 Meter, Oliver Blum, aber im Nachfassen kein Problem für den guten Torhüter. Hier der Schuss nochmal. Der erste rutscht weg, aber dann hat er ihn sicher. Da war noch Platz. Dann Eckball Opposen. Die Chance ist noch nicht vorbei, aber auch hier, naja, mehr als ein Schüsschen war auch das nicht. Dann allerdings hier über außen Hartmann und dann nochmal Fami, ja gibt's denn das? Klasse Parade von Blum und nochmal Benny Plaschke. Ja meine Herren, das war natürlich ein dickes Ding, klasse Hereingabe und dann Oma Fami und Blum war schon auf dem Weg in die andere Ecke, aber hat dann noch die Hände ranbekommen. Dominik Hartmann kümmert sich jetzt auch um den Eckball. Und dann achten wir mal auf die Worte von Benny Plaschke. Ja, ich habe doch einen Auftrag, sagt er dazu Christoph Lange. Ja, da sind wir mal gespannt. Benny Plaschke, was hat er denn für einen Auftrag? Achtung, Ecke Hartmann. Und Auftrag ausgeführt. 1:0 für die Domstadt-Elf. Klasse. Benny Plaschke war da wohl mehr mit dem Kopf am Ball als sein Gegenspieler. Ganz egal wie, Hauptsache das Ding ist drin. 1:0, hochverdient. Und was sagt der Kameramann Paul dazu? Okay, gut. Ja,
Das ist eine eiskalte Analyse. So, jetzt Opposen. Kommt jetzt mehr von den Bremer vor Ort? Nein, auch das war nichts. Julian Wenzel wieder keine Probleme bei den Schüssen und bei der Ecke. Auch den hat er sicher. Ja, gar kein Problem nach dieser herben Kritik letzte Woche. Jetzt der Ball nach außen auf Philipp Roker. Der sieht in der Mitte wieder Omar Fahmy. Ja, meine Herren, da hat er noch alle Chance der Welt, beziehungsweise alle Zeit der Welt. Der Gegenspieler liegt schon auf dem Boden. Den kann er nochmal annehmen, umspielen und fragen bei der Tasse Tee, wo er ihn hinhaben will. Aber hier sagt Oliver Blum, danke für diese Rückgabe. Ecke. Opposen und Julian Wenzel mit einer klasse Tat und Tobi Gensrich ist da auch noch mit dran am Ball und die verhindern hier den Ausgleich. Klasse gehalten, klasse Reaktion auch von Wenzel. Die Ecke danach wird sofort ausgeführt, die schauen wir uns noch an. Wird die jetzt ein bisschen gefährlicher? Wir sind gespannt. Die Ecke ist ausgeführt, aber ja, dabei blieb es. Abstoß, dann auf einmal hinten, da ist Tobi Gensrich am Ball, Dominik Hartmann wieder Gensrich und dann Philipp Roker. Der flankt das Ding nach innen. Paul, unser Kameramann, stockt der Atem, denn da ist Jonas Jürgens. Was für ein Ding! Was für ein Kracher zum 2:0. Jonas Jürgens, ja mein Gott, was ist denn da los? Wenn der richtig aufgenommen wäre, dann wäre das ein Ding für Tor des Monats. Aber so trotzdem schön anzusehen. Jonas Jürgens, eingewechselt für Omar Fahmy, macht das Tor. Kurze Zeit später, gerade nach dem Wiederanpfiff, dieser klasse Pass in den Lauf. Ja, Paul, wo ist er denn? Fang ihn ein, fang ihn ein. Hartmann hat gepasst auf Schlichting und der macht es. Yeah. 3:0 für VV06. Klasse Leistung hier von Pippo Schlichting. Super Pass auch von Dominik Hartmann. Einfach zu schnell für unseren Kameramann. Und dann gab es nur noch eins, den Schlusspfiff. Verdienter Sieg. 3:0 beim TB Opposen. Was für ein Auftakt vom VV06. Und wir gehen an den Spielfeldrand. Denn einer, der heute im Kader war, aber noch nicht gespielt hat, hat heute trotzdem das erste Mal das Trikot getragen. Unsere neue Nummer 10, Tino Schröder. Ja, das erste Mal für dich im Team hier, im Kader, bei der Domstadt-Elf und gleich ein Sieg 3:0 gegen Opposen. Was sagst du zum Spiel? Ja, die Jungs haben sehr gut gespielt. Ich denke mal, die haben das umgesetzt, was der Trainer von ihnen verlangt hat. Und es war ein schwieriges Spiel. Gerade auch so in der ersten Halbzeit hat Opposen viel Druck gemacht. Aber ansonsten, denke ich mal, von den Chancen her haben wir verdient heute gewonnen hier. Für dich, du bist jetzt neu hier zum Team dazugerückt. Wie gefällt es dir hier? Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen und ich komme mit allen sehr gut klar und denke mal so nach den ersten 90 Minuten bin ich auch sehr zufrieden, wie es alles hier gelaufen ist und bin auch nicht traurig darüber, dass ich jetzt nicht gespielt habe. Aber vorhin schon drüber gescherzt, die Nummer 10 ist eine breite Nummer, brauchst einen starken Rücken, aber ich denke, du kannst das bewältigen. Ich denke schon, wenn der Trainer mir das Vertrauen gibt in den nächsten Spielen und ich dann erstmal so in die Mannschaft komme, dann setze ich das auch um, was er möchte und dann ist das egal, welche Nummer ich habe, ob die 10 oder die... Ist egal. Die Frage, wir sind natürlich sehr zufrieden, weil wenn uns vorher auf der Hinfahrt jemand gesagt hat, wir gewinnen 3:0, ich glaube, den hätten wir überall hin eingeladen zum Essen heute Abend. Und von daher ist es natürlich eine tolle Geschichte für uns, so anzufangen. Ja, wir wussten, dass es hier ein sehr intensives Spiel wird. Das hat sich sicherlich auch der Spielverlauf in sich gehabt. Erste Halbzeit haben wir eine Chance zulassen müssen, die Christoph Langer dann in einer kämpferischen Art am Pfosten noch löst. Wir selber hatten 3-4 gute Möglichkeiten, nach vorne zu spielen, waren dann aber noch ein bisschen überhastet. Und dann, denke ich, ist das 0-0 zur Halbzeit in Ordnung. Nach der Pause hat es ein bisschen gewackelt bei uns, da mussten wir auch ein, zwei Situationen überstehen, die aber dann in Ordnung waren. Und mit dem Führungstor, glaube ich, hat meine Mannschaft dann ein enormes Selbstbewusstsein entwickelt und hat auch klasse Fußball gespielt. Klar, 2-0 ist auch unterm Strich ein Traumtor. Wenn man dann den Joker letztlich einwechselt, ist das dritte auch. Aber wir wussten vorher, dass es eng wird und wir wussten auch, dass wir in der Phase so ab der 70., 65. auf jeden Fall was zuzusetzen hatten. Das hatten wir letzte Woche gegen Wunstorf schon deutlich gesehen. Und von daher hatten die Jungs auch das Selbstvertrauen zu sagen, okay, dann spielen wir halt mal lange 0-0 und nach hinten raus haben wir uns ganz viel erarbeitet. Das haben sie dann auch im Prinzip toll umgesetzt. Und ja, das Einzige, was ich
zu bemängeln habe, dass wir den einen oder anderen Konter nicht so richtig zu Ende gespielt haben. Ich sage mal, solche Torchancen wie Omar Fahmy hat, die darf man letztlich nicht liegen lassen. Ja? Auch gerade in so einem Spiel, wo dann doch vielleicht irgendwann mal noch ein 1-1 passiert. Und das war noch 1-0 zu der Zeit. Das war zu der Zeit noch 1-0 und ja, dann durfte er dann auch gleich runterkommen, weil er war ja völlig platt. Wenn man so einen Ball nicht reinschießt, muss ja irgendwas nicht mehr stimmen. Und gut, Jonas Jürgens hat es dann deutlich besser gemacht und von daher, ja, war Blum dann in der letzten halben Stunde, glaube ich, der beste Mann. Und hat uns, ja, ich will jetzt sagen, den Sieg, ich denke mal, mehr als 3-0 ist ja auch für uns ja, ein kleiner Traum. Nehmen wir so hin, fahren in Ruhe nach Hause und gucken mal, was noch so passiert. Danke.